Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videoblog und zwar zur Bundesliga. Vorletzter Spieltag, oh mein Gott, ach Mann. Wie soll ich mir den langen Sommer wieder überstehen ohne Bundesliga? Ach Gott, das ist unangenehm. Wir haben ja noch ein bisschen Champions League und ein bisschen Pokal, aber ich muss echt zugeben, ich habe die letzten zwei Champions League Spiele gar nicht gesehen. Ich wollte sie nebenbei angucken, weil ich was zu tun hatte. Wollte ich sie nebenbei angucken und ich habe es am Mittwoch, am Dienstag und am Mittwoch habe ich vergessen, die dann einzuschalten nebenbei. Ich weiß auch nicht, was da los mit mir. Aber dadurch, dass die beiden Spiele halt nicht mehr spannend waren und eigentlich schon klar war, dass Juventus und Real Madrid weitergekommen ist, hat das mein Unterbewusstsein irgendwie nicht mehr wahrgenommen. Ich habe sogar gestern, also am Mittwoch, 20 Uhr noch dran gedacht, guck so 20 Uhr auf die Uhr und denk so, ah, eine Dreiviertelstunde willst du mal, ne, das nebenbei angucken. Und da hab's dann wieder komplett vergessen. Und ist dann, hast du da eingefallen, als ich im Bett lag, verdammt nochmal, da hab ich dann einfach auf dem Handy nachgeguckt, wie es ausgegangen ist, aber. Naja, es war ja eigentlich klar, dass Juventus und Real Madrid weiterkommt. Kommen wir jetzt aber zum vorletzten Spieltag. Dieses Mal mit Live-Tipps, das heißt, ich habe noch nichts eingetragen, sondern wir tippen jetzt live im Video. Wir haben da einmal Wolfsburg. Ach ja, stimmt, die sind ja jetzt alle Spiele parallel. Ach ja. Ach ja. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil am Freitag werde ich auf jeden Fall abends nicht da sein. Also morgen werde ich nicht da sein. Und Samstagnachmittag hoffe ich mal, dass ich dann spätestens wieder da bin. Was habe ich denn hier? Ein Stück Taschentuch. Hoffe ich dann, dass ich dann wieder da bin, Samstagnachmittag, 15.30 Uhr. Von daher kann ich dann hoffentlich alle Spiele in der Megakonferenz anschauen. Das ist das einzig Geile an diesen letzten zwei Spieltagen, dass man halt so eine Megakonferenz hat. Wobei, es gibt dann auch immer wieder einzelne geile Spiele, wo man sich denkt, ach, die würde man lieber gerne Freitagabend oder Samstagabend oder Sonntag sehen, aber ist dann halt nicht so, was soll's. Da haben wir also Wolfsburg gegen Gladbach. Wolfsburg gegen Gladbach, die haben das letzte Spiel gewonnen, die Wolfies. Und haben eigentlich auch ziemlich gut gespielt, muss man sagen. Jetzt spielen, da haben sie aber, glaube ich, auswärts gespielt. Jetzt spielen sie zu Hause. Ich tippe trotzdem auf Wolfsburg. Die haben mir gut gefallen beim letzten Mal. Ich denke und hoffe, dass Gomez nochmal durchdreht. Und tipp 21 zu 0. Nee, Quatsch. 2 zu 1. Klassischer Tipp. Ich traue mich nichts. Freiburg gegen Ingolstadt. Ingolstadt hat im letzten Spiel unentschieden gespielt gegen Mainz. Und Freiburg hat gewonnen. Freiburg hat gewonnen zu Hause gegen... Ich weiß es nicht mehr, ist auch nicht so wichtig. Wir gucken nach. Freiburg hat gewonnen zu Hause gegen Schalke, genau, gegen Schalke. Okay, also Freiburg gegen Ingolstadt. Das ist ein schwerer Tipp. Ingolstadt ist halt echt so motiviert, die letzten Spiele, muss man zugeben. Die haben so gut gespielt, die hätten auch gegen Mainz gewinnen können. Das ist wieder so ein Spiel, wo beides passieren kann. Es kann wieder Unentschieden geben. Boah, das ist echt schwer, das ist echt schwer. Am Endeffekt dreht Ingolstadt wieder durch mit ihrem bescheuerten Freistoß, mit ihren krassen Standardsituationen und schießen damit drei Tore und Freiburg geht unter. Ich tippe jetzt trotzdem auf Freiburg. Ich will auch ehrlich gesagt so ein bisschen, dass Freiburg gewinnt und Ingolstadt absteigt. Die brauchen nicht drin bleiben. So, Schalke 04 gegen Hamburger Sportverein. Boah, das wird schwer für Hamburg, das wird richtig schwer. Ich glaube, es wird eine kämpferisch gute Leistung von Hamburg, aber ich denke, sie werden verlieren. 3-1. Ich sage sogar, die verlieren 3-1. Ja. Darmstadt gegen Hertha BSC. Wird es Hertha BSC endlich mal schaffen, den Auswärtssieg zu holen? Wird es endlich mal weit sein? Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, es wird ein Unentschieden, aber ich glaube nicht, dass Darmstadt gewinnt. Und deswegen sage ich, wobei Darmstadt jetzt wahrscheinlich richtig durchdreht, nachdem sie eh abgestiegen sind. Oh, ich sehe gerade, dass meine Pflanze da drüben mal einen Schluck Wasser braucht. Moment. Bitte. So, und ich denke, dass Hertha BSC jetzt also ich glaube, es wird unentschieden, es wird 0-0, denke ich, es wird 0-0, aber tippe ich nicht, deswegen tippe ich einfach mal 1-0 für Hertha BSC. Bremen gegen Hoffenheim, da sage ich, dass Bremen so einen krassen Lauf hat, die bumsen auch Hoffenheim weg. 2-1. Leverkusen gegen Köln. Oh, das ist doch ein Derby, das ist doch ein rein hessisches Derby, wenn ich mich recht erinnere. Köln, Modest, die haben echt schön durchgedreht beim letzten Mal. Ich verstehe die Quote ehrlich gesagt gar nicht. Leverkusen ist so schlecht zurzeit
Und Köln hat gut gespielt, gut gewonnen, ist halt auswärts nicht so stark, aber trotzdem, die Quote liegt, wenn man 1 Euro setzt, gewinnt man bei Leverkusen 1,95 €. Und wenn man 1 Euro auf Köln setzt, gewinnt man 3,50 €. Also die Quote, die Boomer sagen, das ist ja ganz klar der Vorteil auf Leverkusener Seite liegt, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Und ich würde sagen, hier gewinnt Köln. Und zwar ganz klar 2 oder 3-0. Ich tippe mal 2-0. Leipzig gegen München. Eieiei, das ist halt so ein Spiel, das würde ich echt gerne einzeln sehen. Das ist richtig geil. Und ich glaube, Leipzig gewinnt, weil Bayern München immer abkackt, wenn sie schon durch sind mit dem Titel der Liga. Es kann natürlich sein, dass sie gegen Leipzig extra motiviert sind, weil sie wollen zeigen, dass sie geil sind und Leipzig ist Zweiter und so. Aber ich sage trotzdem, dass hier Leipzig knapp 2-1 gewinnt. Mainz gegen Eintracht Frankfurt. Mainz gegen Eintracht Frankfurt. Oh, das ist ein schwieriges Spiel. Frankfurt hat eigentlich gar keinen Bock mehr auswärts. Ich sag, Mainz gewinnt. Und zwar nur 1-0. Augsburg gegen den BVB. Da gewinnt der BVB. Und zwar 2-0. Das war's schon. Vorletzter Spieltag. Oh, das ist so traurig. Ach. Aber kann man nichts machen. Das ist halt immer so. Aber ich freue mich auf die nächste Saison. Die wird geil. Die wird richtig geil. Und es sind ja auch noch zwei spannende Spieltage. Wer kommt nach Europa? Wer steigt ab? Relegationsplatz ist, denke ich, aber interessanter als Abstiegsplätze, weil die sind meiner Meinung nach durch. Und wer ist direkt qualifiziert für die Champions League und wer muss auf den vierten Platz? Aber ich denke, es ist egal ob Hoffenheim oder der BVB. Ich denke, die werden sich beide dann auch über die Qualifikation qualifizieren, wenn das so kommen sollte. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, damit man euch lobt in eurer Praxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Und der Dude ist wieder da, weil es warm genug ist, um die Tür aufzulassen. Ich kann sie nicht ganz aufmachen, weil viel Unrat hinter der Tür steht. Aber ich denke, man sieht ihn ganz gut. Ich hab das Tattoo schon. Das Tattoo, sage ich schon. Das wäre mal ein geiles Tattoo auf jeden Fall. Ich wette mit euch, es gibt Leute, die haben das als Tattoo. Das wäre auf jeden Fall. Nein, ist nicht. Das ist auf jeden Fall ein geiles Poster. Das habe ich schon Ewigkeiten. Habe ich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag. Aber ich weiß nicht, was für welchen, aber es ist schon lange her. Und es hat sich echt gut gehalten, farblich. Es ist natürlich nicht mehr so intensiv wie am Anfang, aber ist die Frage, was mache ich, wenn ich hier doch mal irgendwann ausziehe? Werde ich es dann abmachen? Das Problem bei solchen, ich will mal Tattoos sagen, bei solchen Postern ist immer, dass sie schwierig nochmal zu finden sind dann später. Also wenn es nicht irgendwelche richtig krassen Poster sind, die halt ständig gebraucht werden. Ich denke, Dude ist nicht mehr ganz so bekannt wie früher. Ich glaube, das wird schwer. Ich weiß auch gar nicht, wie diese Optik heißt. Also diese rot-blaue Optik hat einen bestimmten Namen. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich weiß nicht, ob man das nochmal finden würde. Zumindest zu einem normalen Preis, vielleicht gebraucht oder als Restposten irgendwo, aber ist egal, wir reden hier schon wieder über alles Mögliche. In diesem Sinne, macht's gut, doppelt abgekoppelt. Wie nennt man das nochmal? Salutieren, genau, doppelt salutiert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.